begleitet uns heute abends zu Fantasmic, Fireworks und einige Attraktionen. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus Disneyland in Anaheim. Und für uns ist es immer noch der erste Tag, für euch das nächste Video, weil heute ist D23-Tag, aber wir haben jetzt alles erledigt von D23 und ich dachte, ich nehme euch heute Abend mit, damit der Vlog auch der andere nicht zu lang wird. Heute Abend zu Fantasmic, wir wollen das Feuerwerk schauen. Wir möchten ein paar Attraktionen abends fahren, weil der Park hat bis 0 Uhr geöffnet. Wir sind hier seit 8 Uhr morgens, es wird ein richtig langer Tag. Und wir starten unseren frühen Abend im, oh Gott, jetzt muss ich ablegen, Rancho del Zocalo? Ein Restaurant hier. Wir haben nämlich ein Dining Package gebucht für Fantasmic. Das heißt, wir haben einen reservierten Platz für die zweite Show heute Abend. Und man kann dann sich ein Restaurant aus zwei aussuchen, wo man dann abends essen möchte. Man kann sich auch eine Uhrzeit aussuchen. Und ich weiß nicht, was es kostet, das müssen wir gleich noch schauen. Ich habe es in der App, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, was es kostet. Man durfte sich nur ein Restaurant aussuchen. Wir haben jetzt um 5 Uhr eine Reservierung. Jetzt gehen wir mal rein. Es gibt mexikanisches Essen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben zwar eben gegessen, ich habe nicht so viel Hunger. Aber jetzt gehen wir mal rein. Und genau, dann sind wir gegen 18 Uhr fertig. Wollen ein bisschen Fotos machen noch während der Golden Hour. Und ein bisschen vielleicht durch die Shops schlendern. Und halt, wie gesagt, noch ein paar Attraktionen fahren. Das Feuerwerk ist heute Abend um 21.30 Uhr. Und die zweite Fantasmic Show ist um 10:30. Es gibt immer zwei Fantasmic Shows, also aktuell. Und ja, wir sagen, wir gehen das mal rein und probieren das Essen. Da steht's. Hier sollen wir jetzt einchecken für das Fantasmic Dining Package. Warten wir mal. Ich glaube, wir stehen da auf der Liste. Da ist schon auf jeden Fall eine Liste. Wir warten mal. Hi! Um euch mal zu zeigen, also wir haben jetzt hier so eine Showtime bekommen, sollen wir gleich sagen, dass wir für Fantasmic hier sind und dann kann man sich für, also 35 kostet es anscheinend und dann hat man halt einen Hauptgang, darf man sich hier aus den aussuchen, ein Dessert, es gibt auch einen Softdrink dazu und wie gesagt, da steht es ja auch, including, also mit Radish Law, dann ist noch Reis dazu, da, Potato Salad, was auch immer, Fried Beans, Getränk und Dessert, also es ist richtig viel zu essen. Und ich weiß noch nicht, was ich nehme. Das schaue ich mal. So, wir müssen dann wieder hier hin zu Fantasmic. Da steht jetzt auch Pickup hier. Das ist schön gerade klimatisiert. Oh. Die Kassiererin hat uns gerade gesagt, dass sie empfiehlt, entweder die Sweet and Spicy Shrimp Tacos zu nehmen oder was ich jetzt wählen wollte, diese Carne Asada Marinated Short Ribs. Das sind die zwei besten Sachen. Das erste würde sie nicht empfehlen, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr mal hier seid. Solange wir in der Schlange warten, wenn ihr die anderen Videos aus Disneyland Anaheim nicht verpassen wollt, dann denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Dann verpasst ihr auch keine der Videos von hier, aus Disneyland Paris oder am Ende des Monats sind wir beim Heidepark Festival und. Da sind Sam's Tacos mit Shrimps. Ich habe mich, wie gesagt, für dieses Marinated irgendwas entschieden. Ich glaube, das ist Bohnenmus. Dann hier der Kuchen, ein Getränk und das ist unsere Karte für Fantasmic. Wie gesagt, mit Steuern waren es jetzt $37. Essen und reservierter Bereich finde ich vollkommen okay. Ja, probieren wir jetzt mal. Also wir fanden das Essen wirklich beide gut, aber auch Sam hat gesagt, sie fand mein Steak ein bisschen besser. Wir gehen jetzt mal ein bisschen durch den Park schlendern zur Golden Hour, ein paar Fotos machen. Das heißt, ich werde euch ein bisschen ein paar Eindrücke auch zeigen vom Park. Und ja, gucken wir mal, was die Attraktionen noch so machen. Aktuell sind die Wartezeiten okay. Wir haben noch eine Virtual Line für Haunted Mansion, weil es gerade ein Halloween Overlay. Das heißt, man muss und während des Halloween Overlays muss man sich virtuell anstellen in der App, um dann halt die Attraktion fahren zu können. Es gibt keine normale Warteschlange. Und ja, das ist Nightmare Before Christmas. Ich bin so gespannt. Man hört ja so gute Sachen und es ist sehr beliebt hier. No, thank you. I'm not a chewing gum person.
Also da freue ich mich auch sehr drauf. Music is so familiar. I know, right? But yet, everything feels a little bit smaller and more compact. Yes. And the buildings are shorter as well, right? They are, yeah. But Casey's Corner is still here. Except it's called Refreshment Corner here for some reason. Ah. I don't know why. Yeah, I'm not sure why it's really fast, but it has the same thing as everything else. So the queue is quite small now. For merchandise. I think it's for the coins. Okay. No. If there's any shop I want to go to, is there one so much? Yes. This is cute. Yes, what I want to say is very cute. At some point I also need to go through the shops. Yeah. I also want to go to the fashion shop in downtown Disney because I've not been to that yet, but I don't know if I'm going to get to that. There's a queue. For what is it? Yeah. Hi Minnie! So lovely to see you! Normally I see you in Disneyland Paris because it's my first visit here. Yeah, I came yesterday, 12 hours on the plane. Yeah, only to see you and meet me and everyone here in Disneyland. My first visit here. Yeah. You like my ears? Oh, yes. I love you. I like your hair color as well. In a couple of days, I have also a hair color outfit. Wir sind jetzt im Emporium und schauen uns mal hier das Merchandise an. Hier gibt es natürlich auch Halloween. Ah, I ordered this one. It's Disney Store, it's huge. Schaut mal, wie groß das ist. Aber ich liebe es. Also, das sieht aber riesig aus. Wir waren ja gestern schon im World of Disney in Downtown. Also die Kollektion gab es auch. Auch eine richtig tolle Kollektion mit den Leuchtohren. Hier gibt es Crocs. Gibt es die Kollektion. Das haben wir alles schon im World of Disney gesehen. Remy als Schulterpuppe gibt es hier auch. Stitch, ein paar Kindersachen, T-Shirts, Classic Disneyland T-Shirts.
Oh, das mag ich. Wo ist Sam? Sam? I like this T-shirt. I have seen it already. It's in my list of potential. Yes, me too. It's really nice. Yes. You need a design for the rest of your outfit. That's also cute. That's, I've already bought that. Oh, really? And that's what I'm going to wear the day that you wear the... That's very cute. I might also get it. Yeah, that's fine. I'll hate you, but that's okay. No, it's nice. I will take a picture. The embroidery, right? It's yes, really nice. And also the mini part. Even if I need one, they're $50, aren't they? $45. Yeah, but that's the thing. I can get a T-shirt with two T-shirts with that. If I see one that I really like, I will maybe. Maybe if they have any, I think 23. Pins. I also saw very cute pins yesterday. I've already bought at least like 5 pins. I bought this one. This one is very cute. Yeah, that is. This cute. One is cute. Yes. And also the ones for the parks. This one and this oh, one. Oh, I've not even seen that. That's so nice. Yes, this one and this oh, one. No, I want really them. I'm taking them now because I know I want them. Do you want them? Yes, I will take them. But you can't because I've taken the last one. Okay, but I just don't like the color. It's too much. It's too green. But the merchandise here is fantastic. This is Nike. Yes. Did you know that? Have you seen it yesterday? Very nice. Emporium, hier gibt's so süße Ohrringe. Ich muss mir die Ohrringe mitholen. Die sind ja mega. Die sind auch süß mit dem Geist. Und ich habe auch tatsächlich was mit dem Geist. Oh, vielleicht will ich die auch. Weil, wie süß ist das denn, dass der Kürbis da hängt? Oh, cute. Ja. That's also cute. Oh, I think I have to get both. Both of them, yeah. Und das ist auch noch Halloween. Die sind auch süß. Aber, aber ich brauche die hier. That's classic. Brauche ich auf jeden Fall. Mini finde ich nicht so schön. No, because it's red. Ja. I don't know why they use a red. Aber das, das und das. Yeah. Oh Gott. That was funny. Can we go to Walt? Huh? Can we go to Walt? Yeah. Yeah. Jetzt auch noch mal was. Neben Haunted Mansion, was auch noch irgendwann stattfindet heute, machen wir mal Buzz Lightyear. Warum auch immer. Es ist eigentlich genau dasselbe wie bei uns in Paris. Und Status ist hier direkt auf der anderen Seite. Aber ob ich das mache, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Das habe ich in Orlando gemacht. Das ist im Prinzip genau dasselbe, nur halt auf Englisch. It's gonna be the same in this life. Ich sitze jetzt hier mitten auf der Main Street und wir warten jetzt aufs Feuerwerk, was in einer Dreiviertelstunde anfängt. Sam ist gerade Churros holen gegangen und ja, ich werde auch gleich die Kamera wechseln, weil die Awesome Pork ist ja nicht so gut nachts. Ich habe noch meine Sony dabei und ja, ich werde jetzt mal hier sitzen und warte auf meinen Churros.
friends, I'll have old Buzz Lightyear to keep me company for infinity and beyond. War echt süß. Also man sieht halt nicht viel von den Projektionen, weil das Schloss so klein ist. Und es ist jetzt auch nicht mega spektakulär, aber es war süß. Ja. Yeah. Und die Projektionen auf der Main Street tatsächlich sind auch mega schön. Also ja, das machen sie dann tatsächlich gut, um das kleine Schloss wieder gut zu machen. Machen sie halt die Projektionen auf die Main Street, was cool ist. Aber ja, die Musik war ganz gut und das Feuerwerk war natürlich sehr... Magic Band hat natürlich mitgeleuchtet. Und ja, wir versuchen jetzt den Weg nach Fantasmic zu finden, weil aktuell ist ja so viel los hier nach dem Feuerwerk. Weil der Park hat ja noch bis 12 Uhr geöffnet. Das heißt, hier ist es nicht so wie in Paris, dass nach dem Feuerwerk alle rausgehen. Hier bewegen sich irgendwie alle Menschen in alle Richtungen. Raus, andere Länder, Fantasmic und so weiter. Also ja, wir versuchen jetzt unseren Weg zu Fantasmic zu finden. Und schaut mal, da seht ihr Haunted Mansion im Nightmare Before Christmas Overlay. Ich bin nicht der größte Nightmare Before Christmas Fan, aber das finde ich schon wieder mega cool. Und nach Fantasmic ist wahrscheinlich unsere Boarding Group dran. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir das jetzt abends auch noch fahren können. In der Stimmung und so, mega cool. Das ist jetzt unser Spot hier für Fantasmic, die Viewing Area. Und wir wurden gebeten, alle uns hinzusetzen hier in dieser Area. Also das ist relativ groß. So sieht das hier aus. Und genau da auf dem Wasser wird halt Fantasmic stattfinden. Und anscheinend da hinten auf dieser Bühne da gegenüber. Ich habe es ja noch nie gesehen. Ich habe es noch nicht in Orlando gesehen. Ich habe es hier natürlich noch nicht gesehen. Und ja, bin sehr gespannt. So sieht das Ganze hier aus. Ah, und es ist ganz cool, dass wir dabei sitzen können. Tonight, our friend and host Mickey Mouse uses his vivid imagination to create magical imagery for all to enjoy. In a moment, you can experience a beautiful fantasy.
than my seed. Their powers untold, far greater than yours, may awaken. Imagine this! Fantasmic war wirklich schön, also vor allem das Ende mit dem, auf dem Boot, wo alle drauf sitzen, ist iconic. Ich muss ein bisschen lachen, weil während der Show, vor allem stehen alle vor uns auf und gucken auf den Boden und machen das Licht an und so. Und ich denke, okay, was ist denn jetzt hier los? So, ich dachte erst eine Maus, eine Ratte oder so und Sam ist einfach weggelaufen. I'm sorry, I just... Haben wir mal allein gelassen. Und es war genau während der Szene, wo Maleficent mit dem Feuer und so war. Und dann irgendeiner ist irgendwann draufgetreten. Also ich vermute, es war eine Kakerlake oder so. Aber irgendwie sind alle komplett ausgerastet. Alle sind einfach mal aufgestanden und so. Und die ist weggelaufen. Everyone panicked. I have tears in my eyes. Die ist aber weggelaufen. And I left yeah. On your own. I ran away. I have terrible friends. Sorry, I had to save myself from the cockroach. It was terrifying. Left side all the way down. Next party. Christmas and Esseldorf snuck in their beds. The holidays are born!
now, I think they like our Christmas. Have you been naughty or not? You were scary, Chris, at the hotel. Also das war wirklich, I'm speechless, ich bin echt sprachlos, weil das so krass war. Ich kenne natürlich auch ein bisschen Haunted Mansion aus Anna, aus Walt Disney World, wo ich da war. Und man kennt natürlich ein paar Szenen, aber was sie hier damit gemacht haben, das ist schon krass. Also ich weiß nicht, wie lange brauchen die dafür? How long is it under refurbishment for the takeaway? A month maybe? I don't know actually. Also wie viele Details, yeah. Der Sound, die Musik. Yeah, and so many like new animatronics, I think. Like, yeah, oh, the decoration. Ich finde es echt everything, krass. Ich yeah. Habe schon gesagt, wir müssen auf jeden Fall Montag oder Dienstag nochmal fahren. Yeah, we won't have to. Ja, also müssen wir auf jeden Fall machen. Ich finde es mega. Also ich bin kein Nightmare Before Christmas Fan, aber das ist schon krass. Und es ist so lustig und happy und ja. And the colors and all the Halloween yeah. colors that you see, it's yeah. really nice. Yeah, also I prefer it to the normal Haunted Mansion. Eins meiner Highlights heute, tatsächlich. Yeah, me too. Yeah. Me too. War mega. Wir gehen jetzt nicht mehr auf Pirates, wir haben jetzt 11:30. I have to say, my highlight was also when the cockroach came and everybody ran away. That was also a highlight for me. Sie meinen die Kakerlake, falls ihr das nicht verstanden habt. It was funny. Ja, wir hatten noch überlegt, weil hier gerade Pirates ist, ob noch Pirates zu fahren, aber nee. It's too wir late. Gehen jetzt, es ist 11:30, der Park hat noch eine halbe Stunde offen, aber... Yeah. Wir müssen ja wieder morgen früh raus und morgen wird auch lang sein und wir haben ja noch 2 Tage. Ja. Yeah. Und ja, wird schon irgendwie werden, aber das war tatsächlich jetzt mein Highlight hier, die Haunted Mansion Layover. Ja, okay, wir gehen jetzt mit 5 Minuten Wartezeit, gehen wir jetzt noch auf Pirates. Where are we going? I don't know. Jesus Christ! My camera is wet! Where's your head? I have this. Oh, he's already in bed. I know, I'm jealous of her. Oh we're starting the journey. For me? Yeah. Yes. Yes. How Sorry. Are we going to get all this treasure back up to the surface? How? In your pockets? Yeah. Nor this here key, neither. Quiet, boy. I am the same man. Yo ho, yo ho, the forest of the sea. I raise a toast to all my... Also das Pirates ist ein bisschen anders. Erstmal ist man hier in New Orleans. Und ist meine Linse ein bisschen... Oh, meine Linse ist nass übrigens. Wir wurden nämlich auch ein bisschen nass. Ich brauche ein Taschentuch. Sorry. I need a tissue, because my camera is oh, dirt. Yeah, it's like misty. Yeah, I see. Bisschen putzen einmal. Werde ein bisschen sauber gemacht. There you go, you look better now. Ja, erstmal fängt man so im Dschungel an von New Orleans. Hi, I'm sorry. That's okay.
Nach dieser Attraktion finde ich echt diese Ohren noch schöner. Oh mein Gott, these are meant to be Ben. Yes, I'm getting these. I've seen them before. Yes, I love them. Are they scented? Yes, those and the can you smell them? Smell yes, them. I smell them. The mini backpack is also scented. Oh, is it new? Or have I just seen it today? No, it's new. Is it new? Okay, oh. It's new, but within the past 2 months or so. Yeah, I've not seen them before. Ja, die sind echt süß. I've not even seen them online. Ja, ich fand es ein bisschen komisch, weil erstmal, wie gesagt, man ist in New Orleans, dann fährt man los und erstmal ist man durch den Dschungel. Passiert nichts und dann dachte ich so, okay, wo sind die Piraten? Ne? Ja, und dann hat es irgendwann angefangen, dann kamen so ein paar Skelette, so ein paar Tote. Ist okay. Und dann kam irgendwie so eine Riesenkulisse mit einem großen Schiff. Molly loved this, right? Sorry, I was just doing something, but yeah. Ja, wie in Paris, so ein großes Schiff, aber nur eine Person auf dem Schiff. Molly was like, where are all the pirates? Und ich so, wo sind denn alle die Piraten? I'm Pirates of the Caribbean, like. No, it's called Pirate, just one Pirate of the Caribbean. Und dann irgendwann kamen wir dann zu den Piraten und zu den Szenen, die wir so kennen, aber es hat fast 15 Minuten gedauert, dieser Ride. It was great. Good for sleeping if you want to. Yeah, if you want to. The child behind you really enjoyed asking questions. Ah ja, genau, das war süß. Der kleine Junge hat mich gefragt, wie man denn die Schätze von hier unten nach oben bringen würde. Du brauchst große Taschen. Ja. Also, ist auf jeden Fall sehr anders zu den anderen Pirates Rides, die ich so kenne. War jetzt nicht super schlecht, aber ich muss es in den nächsten 2 Tagen jetzt auch nicht nochmal machen. Das hat mir jetzt erstmal gereicht. So, wir haben 10 vor 12. Wir sind seit 8 Uhr morgens hier. Seit 8 Uhr morgens. Es ist so einer meiner längsten Disney-Tage ever. Yeah, same. And it's all ever. Thanks to Moni for saying, let's wake up early. But thank you to her, we managed to get the hats. Ja, ohne früh aufstehen hätten wir keine Hüte bekommen, weil die waren nämlich ausverkauft. Die waren irgendwann weg. Und du verlierst immer dein Handy. I keep falling, dropping my phone. Aber jetzt wirklich, wollen wir wirklich ins Bett. Morgen D23. Wir stehen ein bisschen später auf als heute. Yeah. Aber ich muss morgen Haare waschen, morgen früh. Mm. Ja. It will be a little bit later, but also will be finished late, a bit earlier as well. Yes, I think, yes, yeah. Which is good. But aber ich muss um 4 Uhr morgens kurz einen Wecker stellen für unser Merchandise, Virtual Queue. Yeah, 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 yeah. Wer denkt sich ja bitte 4 Uhr morgens aus? Also sind die... Das ist ridiculous. Like, it is. Naja. Aber ich glaube auch, die ersten Leute werden sich um 4 Uhr morgens schon anstellen für die ersten Panels. Yeah, of course, that's true. Weil wir haben ja nur ein Panel bekommen und man kann sich... It's on Saturday, isn't it? Ja, es ist am Samstag. Und man kann sich für die anderen Panels... I think here, no? Man kann sich für die anderen Panels anstellen, aber das machen wir nicht. Also, wir sind nicht so crazy und stehen schon um 4 Uhr da irgendwo an, wenn wir jetzt bis 12 Uhr hier im Park waren. Yeah. Das machen wir nicht. Crazy. Wir gucken morgen, was so abgeht, schauen das Merchandise an, wenn wir Glück haben und ja, going with the flow. Exactly. Aber jetzt gehen wir erstmal raus und holen uns ein Uber, fahren ins Hotel, gehen schön duschen. Yes, getting things prepared for tomorrow, making sure I bring the little seating thing. Yes, sie hat ihr Sitzkissen, ich habe ihr eins mitgebracht, aus der Schweiz, muss man dazu sagen. Und er hat es heute einfach nicht mitgenommen. Was habe ich hier noch mitgebracht? Meine famous Filterflasche von Philips. Habe ich extra bei Amazon gekauft. Was hat sie gemacht? Heute nicht mitgebracht. Und sie bereut es. She's regretting it. I'm so sad. And today I needed it so badly. Ja, es war so heiß, es war so gut, dass ich meine Filterflasche mitgenommen habe. Weil wir kriegen ja hier überall Eiswater und so. Ich muss sie morgen halt dran erinnern. Ich muss via Mutti spielen. Yeah, thank you, Moni. Da seht ihr nochmal das Schloss, bevor wir gehen. Ich muss sagen, abends sieht es beleuchtet noch ein bisschen plastiker aus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also es sieht so ein bisschen wie ein Spielzeugschloss aus. Halt auf die Größe und so. Aber es ist trotzdem schön. Es ist natürlich das erste Schloss und Walt hat das Schloss noch aufgebaut und gesehen und so weiter. Aber es sieht halt ein bisschen verkürzt aus im Gegensatz zu den anderen. Ja, wegen Sam haben wir jetzt die Charaktere nicht mehr gesehen, weil sie unbedingt ihr Video zu Ende drehen musste. Auf der Main Street mit dem Minischloss im Hintergrund, was man eh fast nicht sieht. It was a beautiful shot. Make sure to check out my video, guys. Ja, könnt ihr gerne bei ihr anschauen, aber deswegen haben wir die Charaktere nicht mehr gesehen. I'm sorry, I'll make sure you get to see them another time and give them a big kiss. Naja, wir gehen jetzt raus.
Das war unser Abend jetzt hier. D23-Tag, aber heute, also heute Abend war jetzt nichts mehr mit D23. Wir haben Fantasmic gesehen, wir haben das Feuerwerk gesehen. Thank you so much. Thank you. I take one. You guys have a great night, okay? Fantasmic gesehen, wir haben, sind einige Attraktionen gefahren. Mein Highlight. How many attractions did we do? Three altogether. Haunted Mansion war mein Highlight. Yeah. Und ja, das war's. Morgen D23. Die Videos sind aber wahrscheinlich schon online von dem ganzen D23-Wochenende. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn das euch interessiert. Und ansonsten sind wir am Montag wieder im Park. Dann gibt es auch wieder neue Vlogs, neue Videos. Wir gehen zum Beispiel mit den Prinzessinnen frühstücken am Montag. At 8 o'clock in the morning. Ja, um 8 Uhr morgens. Natürlich, Frühstück ist halt morgens, ne? Of course, but maybe not at 8, maybe at 10. Ja, ganz viel geplant. Also denkt dran, wieder einzuschalten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. We love you. Bye, bye. Bye.